Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heute gibt's Goethe. Fuck you, Goethe. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und ein bisschen Kultur hat noch niemandem geschadet. Deswegen hier Johann Wolfgang von Goethe. Faust kann man sich mal reinziehen, habe ich auch gelesen in meiner Abi- und Schulzeit. Haben aber nicht die Schüler gelesen, die in dem Spielfilm Fuck You Goethe die Hauptrolle spielen. Und Fuck You Goethe soll es auch in diesem YouTube-Video gehen. Wir hatten schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Konstantin Film Fuck You Goethe als Marke anmelden wollte, aber einige Patentleutchen ein Problem damit hatten. Die haben nämlich gesagt, dass die Marke Fuck You Goethe gegen die guten Sitten verstößt. Wir hatten ausführlich hier schon darüber berichtet. Der Fall ist jedenfalls zum Europäischen Gericht raufgewandert, nicht zum Europäischen Gerichtshof, sondern zum Europäischen Gericht EuG, die sind für Patentsachen zuständig. Und das hat gesagt, dass man die Marke Fuck You Goethe tatsächlich nicht anmelden kann, weil die Marke gegen die guten Sitten verstößt, nämlich gegen Artikel 7 der Unionsmarkenverordnung. Man sagt, Fuck You Goethe sollte übrigens angemeldet werden für allerlei Waren und Dienstleistungen, unter anderem für Fettentfernungs- und Schleifmittel, wollte Konstantin Film die anmelden, die Marke, also sehr fantasieanregend, was man damit machen wollte mit der Marke, eben nicht nur den Film, sondern alles an Merchandising. Jedenfalls hatten schon die Prüfer beim Europäischen Patentamt gesagt, nee, das deutsche Publikum sagt, Fuck you wird mit fick dich überstanden, übersetzt und fick dich ist, wird so mit der Aufforderung verbunden, mit sich selbst handelsüblichen Beischlaf auszuüben. Handelsüblicher Beischlaf, da ist, glaube ich, was falsch übersetzt worden. Customary hieß es da in Englisch wirklich. Naja gut, aber jedenfalls, die sagen, fick dich, geht nicht. So, dann gab es den zweiten Akt dieses Goethe-Dramas. Und der zweite Akt, der spielte sich vor der Beschwerdekammer des Patentamtes ab. Und die sagte, fuck you, hätte keine, sagt Konstantin Film, fuck you hat gar keine sexuelle Bedeutung. Das ist einfach nur ein Fluch gegen Schulfrust. Und im Übrigen sei ja auch die Marke Leck mich Schiller schon mal eingetragen worden. Aber diese Beschwerde scheiterte jetzt beim Europäischen Gericht. Und das sagt, wir haben ein Interesse daran sicherzustellen, oder der Gesetzgeber muss ein Interesse daran haben sicherzustellen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche weitgehend davon verschont bleiben, im allgemeinen Geschäftsverkehr mit Wörtern konfrontiert zu werden, die anstößig, obszön oder verstörend wirken. Und das war also der Hauptgrund, warum jetzt Fuck You Goethe nicht eingetragen worden ist. Im Übrigen gab es auch schon mal Ablehnungen von Marken, die hießen Ready to Fuck oder Fuck the Backmischung. Ja, also auch das wurde versucht als einzutragen. Im Übrigen sagte die Beschwerdekammer, falls ich auch interessant fand, unter Umständen eröffnet die Bezugnahme auf Goethe sogar eine weitere Ebene des Sittenverstoßes, indem diesem Denkmal der deutschen Sprache in obszöner, degradierender Weise der Respekt versagt wird. Und damit Goethe der Respekt nicht versagt wird, blätter ich jetzt mal frei in Faust rum. Die Marke Fuck You Goethe kann ja nicht mehr eingetragen werden. Und rezitiere hier noch etwas, was Goethe niedergeschrieben hat. Nehmen wir mal etwas, was Mephisto gesagt hat beim Spaziergang. Bei aller verschmähten Liebe, beim höllischen Elemente, ich wollt, ich wüsste, was Ärgernis, dass ich's fluchen könnte. Faust, was hast's? Was kneipt dich denn so sehr? So kein Gesicht sah ich in meinem Leben. Mephisto, ich möchte mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wär. Damit hat dieses kleine YouTube-Video euch nicht nur ein bisschen Recht, sondern auch noch ein bisschen Kultur mitgegeben. Kann in der heutigen Zeit der ganzen YouTube-Videos auch nicht schaden. Danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Morgen gibt es hier die nächste Dosis Recht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch.
Und wir sehen uns dann schon wieder. Tschüss und bis dahin.